Open House bei DAPD. Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft sind gekommen, um sich über die Nachrichtenagentur zu informieren, den Mitarbeitern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und um sich auszutauschen. Ich erwarte gerade in meiner Profession als Parlamentarier und Minister, dass ich mich auf die Informationen, die ich möglichst umfassend von einer Agentur erwarte, auch hundertprozentig verlassen kann. Da ich selber mit einer Agenturjournalistin verheiratet bin, weiß ich ein bisschen, was Agenturarbeit ist und auch, was es heißt, wie man bei der Agentur arbeitet. Und dann erwarte ich auch, dass sie neben der Grundlast auch ein bisschen Spitzenlast schaffen. Ich sehe die Aufgaben von Agenturen doch in diesem Sinne auch Schneisen im Dschungel, vielleicht nicht zu schlagen, aber doch zu legen, damit einfach auch geholfen wird, Informationen zu sichten, vorzusichten. Und damit wird auch ein Beitrag zur Sicherung von Qualitätsjournalismus geleistet. Dass er schnell seriöse Informationen liefert, ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und nicht nur Informationen in Textform, sondern gerade von DAPD auch in Fotoform. DAPD-Kunden können über den Online-Newsplaner Einfluss darauf nehmen, welche Textformen, Videos, Grafiken oder Fotos produziert werden. Die Open-House-Gäste haben ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, welche Meldung sie in der kommenden Woche gerne lesen würden. Regierung nimmt Fahrt auf, Wirtschaft brummt, Partylaune jetzt auch in der Koalition. Rösler überdenkt Gesundheitsreform. Bundesrat akzeptiert Ramsauers Winterreifenvorschläge. Ich wäre schon ganz froh, wenn mal keine Meldung über die Gesundheitspolitik laufen würde. Das kann ja auch mal ein Wunsch sein. DAPD versteht sich als multimedialer Komplettanbieter. Nachrichten aus dem In- und Ausland werden aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Vermischtes und Sport geliefert. Das bedeutet, dass wir in Text und Bild mit 3000 Korrespondenten aus der ganzen Welt für Deutschland und die anderen Länder im deutschen Bereich berichten. Und alles, was eine Zeitung oder ein anderes Medienhaus, zum Beispiel eine Rundfunkanstalt, haben muss, um daraus ein eigenes Produkt mit eigener Couleur oder einem eigenen Schwerpunkt zu machen. Eine Nachrichtenagentur ist immer ein Rohstofflieferant und ein Dienstleister. Im Ausland greift der Informationsdienstleister auf das Netzwerk der weltweit größten Nachrichtenagentur AP zu. In Deutschland tragen 12 Landesdienste zur flächendeckenden Berichterstattung bei.